Hi, willkommen zurück zur neunten Folge von The Callisto-Protokoll. Es ist jetzt 2 Wochen her, dass ich die letzte Folge ungefähr hochgeladen habe. Ich war leider außer Gefecht. Ich war krank. Und ja, heute ist Heiligabend. Ich wünsche frohe Weihnachten. Und nach langer Zeit dachte ich mir jetzt mal, nachdem ich jetzt wieder mehr oder weniger gesund bin, die Callisto-Protokoll bei mir auf dem Kanal jetzt weiter. Wir schauen mal, wie viele Folgen es noch werden. Und in der letzten Folge sind wir stehen geblieben, als wir durch das Gebiet waren, wo wir leise sein mussten und die von hinten attackieren konnten. Und ich bin an einer Stelle stehen geblieben, wo anscheinend noch mehr von denen sind. Und ja, da werden wir jetzt weitermachen. Mal schauen, was das Spiel noch für uns bereithält. Also, legen wir los mit der 9. Folge von The Callisto-Protokoll. Let's go. So, ich muss erstmal mit der Steuerung klarkommen. Denn wie gesagt, 2 Wochen habe ich jetzt nicht gespielt. Und schauen wir mal, hier haben wir schon mal zwei vor uns. Gucken wir mal, ob wir sie wieder alle von hinten kriegen können. Oh, nicht zu nah. Oh. Den ersten haben wir schon mal. Ja, ganz schnell der Junge hier. Oh, sind einige. Welche Waffe? Nicht zu mir kommen? Ja, das ist gut. Ey. Bleibt doch nicht nur bei den Gegnern hier, oder? Glaube ich nicht. So, zwei noch, oder? Drei ganz und gar. Ja, jetzt her. Kommt der jetzt aus dem Gulli oder was? War das jetzt ein Vierter oder war das einer von den dreien? Hä? Ja. Da kommt der nächste. Ach du Scheiße, sind das viele. Na, locker 5 Stück noch. Mich nicht einkesseln, Jungs. Wäre nicht so gut. Eieiei. Nicht gut. Gut, dass sie scheinbar echt dämlich sind. Alter, wie viele das sind. Alles Lappen. Zur letzte, ha? Hören tue ich nichts mehr. Okay, da können wir uns jetzt mal hier umgucken. Boah. Thank you.
es sind dann doch mehrere. Ey! Lass mich in Ruhe. Kann ich treffen. Ah, da sind das viele. Hier liegt sogar noch was. Sind mutiert sogar schon. Boah, was? Haben wir es jetzt? Ja, munitionsmäßig sieht natürlich auch nicht mehr so gut aus. Ja. Also, wir müssen auf jeden Fall mal heilen. War ich jetzt doch etwas überrascht, dass da noch so viele am Start sind. Was? Halt, nee. Einiges nehmen. So. Achso. Waren Stampfen nochmal. Ah, Dreieck. Gibt's jetzt so einiges zu stampfen. Hatte ich schon. Immer her mit der Munition. Hab ich ihn jetzt höher? Hier liegen noch Credits. Waren auf jeden Fall echt viele. Boah, gemein. Vielleicht hier liegt noch einer. Brauche ich nicht. Munition nehme ich mit. So, habe ich jetzt alles? Ich hoffe es mal. So, gehen wir mal weiter. Vermute mal. Wir müssen durch die Tür. Oder da lang. Guck mal, was bei der Tür geht. Was muss ich eigentlich jetzt machen? Finde einen anderen Weg nach unten. Gut, hier kommen wir nicht durch. Stromtunnel-Schlüsselkarte, okay. Aber muss ich doch da hinten lang. Machen wir das doch mal. So, kleiner Hänger. Hallo? Das muss das Transportzentrum sein. Merkwürdige Geräusche. Oh, Fabrikator. Alle Systeme innerhalb normaler Parameter aktiv. Kaufen. Ja, Munition und Heilung lasse ich mal. Ups. Wollte nicht ganz raus. Steht hier zur Seite. 900. 900. Mir fehlt noch eine Waffe. Kann mir anscheinend nichts leisten. Das ist ja... Oh doch, hier. Ja, nicht ganz. 3 Credits fehlen. Da würde ich doch mal was verkaufen. Das hier.
So. Können wir uns das Upgrade wenigstens leisten. Würde ich sagen. Warten, bis Druck abgeschlossen ist. Gegenstand aus Druckfertigung entnehmen. So, gehen wir mal weiter. Nachladen. So. Da drüben sind Kisten. 3 Stück. Ich habe eh keinen Platz mehr. Das bringt mich wohl zur Kolonie. Hoffe nur, Dani ist dort. Sind die jetzt rot geworden? What? Wieso werden die rot? Kein Strom. Aber ich wette, die Kabel führen zu einem Generator. Ich muss wieder zurück. Also merkwürdige Kisten. Wenn ich näher rankomme, dann werden die rot. Und ich kann sie nicht öffnen. Okay. Halt da lang. Die ist zugewuchert. Da ist ja auch noch eine Minikiste. Die Schruffel ist immer noch die beste, finde ich. Lokalisiere den Sturmreaktor. Links oder rechts? Geh mal hier lang. Audio-File. Und eine Kiste. Wo ich eh keinen Platz mehr habe. Schön. Anscheinend doch. Okay, dann anderen Weg. Okay. Warum nicht? Der gute Junge wollte mir nur zeigen, wo es lang geht. Räuche überall. Ja, nur dass ich mitkriegte. Komm, dreht schon. Bleib halt stehen. Bin halt so. Auch mal nachladen, die. Genau. Ob das nur 2 Stück sind. Sag ich doch. Wie lange sind die schon hier unten?
Aber wollte mich ja fast im Arm hier. Alter, was geht mit euch? Alter. Ich komme mir gerade vor wie so ein Komödienfilm hier. Was war denn das jetzt? Das war jetzt sehr merkwürdig. Hatte ich dich schon? Nein. Der nächste. Also so richtig schwer sind die Gegner hier auf jeden Fall nicht. Was? Also laufen sollte man nicht hier. Boah. Ruhe jetzt. Also sollte man sich wirklich sehr leise fortbewegen. Hab ich so das Gefühl. Also ein Sturm so aus dem Boden und greifen die Perle an hier. Na, wo bist du? Ist mindestens noch einer. Mindestens. Oh, sogar zwei, ja. Hör ihn zwar, aber ich sehe ihn nicht. Okay, es sind Dreier. Da ist, glaube ich, was zum Verkaufen. Kann ich sogar noch mitnehmen. Mache ich mit euch beiden jetzt, da es keine Granaten gibt. Au. Hey, muss doch treffen. Treff den nicht. Also wenn die liegen, kann man sie nicht so gut treffen. Mit einem Elektrostock. Nicht so cool. Sind Munition voll? Das ist auch für die Kleine, ja. Na gut.
Ich hätte auch einfach vorbeilaufen können, theoretisch, aber... Nö. Aber ist hier dunkel, mach doch mal Licht an. Oh, noch ein Fabrikator. Oh! Hab's gesehen. Würde auch abhauen. Nee, nicht die Munition. Toll, er hat nicht mal gewechselt. Oh. Die UJC steht dir zur Seite. Zwei Sachen sogar zum Verkaufen. Reicht aber nicht, um irgendwas zu kaufen. Ja, die können wir mal gleich benutzen. Wo ist sie denn? Da. So. Da müssen wir wohl hier hoch. Der Generator. Hoffentlich geht er noch. Was don't make a sound. Noch einmal. Noch irgendwas? Nein. Ja, da hängen sie schon an den Wänden. Boah, was? Okay, das war kein Blinder. Und ihr steht nicht auf. Okay. War ja eine Verarsche. Und da lang und da lang, oder wie? Nee. Okay. Dann gehen wir mal hier lang. Geräuschkulisse im Spiel ist echt großartig. Überall die Eier. Oh, ein Spucker. Du sollst doch ausweichen. Jetzt hingeschossen. Geh weg. Kannst du eigentlich auch mal nach unten schlagen? Scheinbar nicht. Man kann aber auch stampfen. Ist bei denen, glaube ich, auch die bessere Methode. Okay. Nun, ne? Ach da.
Hier ist dunkel. Ja, dunkel. Was? Maintain. Okay. Sieht so aus, als ob man durchgehen könnte. Komm mal noch. Warte zurück. Hier ist auch noch ein Raum. Da ist dunkel. Wir sammeln das mal ein. Und noch ein bisschen. Da kommen aber viele Fabrikatoren, hä? Drei Stück, sehr nah aneinander. 800. Die Menge, die man verkauft, kann man nicht einstellen. Schade. Hat nicht mal gereicht, ey. Na dann beim nächsten Mal. Oder gibt's hier noch irgendwas? Im Moment nicht. Stellen wir mal einen Strom ein. Wird es vielleicht mal heller hier. War ja klar. Sieht aus, als wären drei Sicherungsschalter an den Generator angebunden. Aha. Heißt... Schiffer, geht die Tür jetzt auf. Ist das dunkel? Seht ihr überhaupt was? Naja. Ich bin in den ersten Sicherungsschalter. Der da. Bin ich den zweiten? Was sind mir die liebsten Gegner? Noch einer. Der ist unten. Wo ich wo auch hin muss, also mehrere. Sind sogar sehr viele. Alle. Oh. Nicht gut. Alter. Die ist leer. Kann nicht wechseln. Das war nicht schön. Das ist, weil ich da nichts mehr hatte. Und ja. War doof.
Was habt ihr denn alles so Schönes für mich? Hauptsache sie haben Munition. Ich bleibe jetzt bei der Waffe hier. Oder nur 5 Schuss? Ernsthaft? Na, 9. Aber nicht viel. Ich schon? Nein. Okay. Oh, Schalter 2. Fehlt noch einer. Meistens seien aber auch Gegner vor dem Kopf, Junge. Nervig. Komm her. Mittlerweile ist er echt lästig, ey. Und echt viele von denen hier, ey. Und es ist dunkel. Sehe nix. Weil ich einen dritten Schalter finde. Vermute mal hier hoch. Da ist er ja. Hauptsache es wird hell jetzt hier. Der Strom ist Licht an. Jetzt zurück zum Bahnsteig. Kehre zur Transportplattform zurück. Ist da einen schnelleren Weg jetzt, oder? Ich denk mal hier lang. Helga, bist du da? Die Kolonie hat den ersten Move. Ich verstärke das Signal. Ah, ich kann dich hören. Ich komme jetzt zur Kolonie. Ich melde mich, wenn ich da bin. Muss jetzt leise sein. Sei vorsichtig. Bis gleich. Wieso musst du leise sein? Okay. Verstehe. Könnt's auch einfach stehen lassen und einfach weitergehen. Aber die haben halt Loot, ne? So. Credits würde ich schon gern mitnehmen. Du auch noch. WTF. Der ist gerade einfach unter mir rausgekommen. Immer her mit dem Loot. Ich hatte schon, gell, ja. Oben ist auch noch eine Kiste. Na egal. Oh, wieder gut genug Munition. Das ist schön. Oben ist auch eine Kiste. Naja. Egal. Oben läuft schon wieder einer. Mit deinem Loot.
Denke mal, ich muss den Kabel folgen. Kabel hin, da lang. Doch fast wieder am Anfang, oder? Ah ja, klar. Als ob. Bleib liegen. Bleib liegen bleiben. Mein Gott, seid ihr penetrant. Wo haben wir es jetzt? Naja. Jacob, ich will ja nichts sagen, aber dein Rückweg ist jetzt versperrt. Und da ist 900, oder? Ja. Was nehmen wir? Ups. 1,8. Magazin Upgrade. Rumpfhinde kann ich leider nichts machen. Boomkugel. Wir sparen mal. Wenn wir mal eine Waffe wenigstens auf Maximum kriegen. Würde ich sagen. Bleiben die Kisten jetzt offen? Ja, der Strom hat gefehlt anscheinend. Toll. Ich habe so eine Vermutung, dass jetzt ein Bosskampf kommt. Denn hier liegt mir zu viel Materialien rum. Ja, ich vermute mal sehr stark, dass jetzt ein Bosskampf kommt. Guckt euch das mal an. Wie alles drinnen liegt. Alles voll. So. Dann würde ich sagen, sehen wir den Bosskampf in der nächsten Folge. Ist jetzt etwas kürzer die Folge. Aber ich vermute mal sehr stark, dass jetzt ein Boss kommt. Und ja, das war's mit der 9. Folge von The Callisto Protocol. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder einschaltet. Und bis dahin, haut rein. Euer Doomsday. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.